So, ich denke, wir starten. Lasst uns loslegen. Heute das Thema Stillhaltergeschäfte. Diese 8 Faktoren entscheiden über Erfolg oder Misserfolg bei Ihren Stillhaltergeschäften. Ich schalte gleich meine Kamera aus. Ich werde auf die Präsentation gehen und dann gehen wir das Stück für Stück diese 8 Faktoren durch. Ich habe auch noch ein paar Tipps aus der Praxis und natürlich zeige ich Ihnen auch aus der Praxis heraus ein paar Beispiele, gehen wir das Ganze einmal durch. Ich habe auch ein ganz aktuelles Beispiel, was erst gestern ein Trade, der gesetzt wurde im Workshop für Stillhaltergeschäfte. Und genau anhand von den 8 Faktoren gehen wir das Ganze einmal durch. Sie können mir gerne Ihre Fragen stellen im Chat. Einmal kurz probieren, ob das geht. Jawohl, ich sehe hier schon, die Kim Wild hat hier schon geschrieben. Guten Abend, sehr schön. Wichtig ist, dass Sie tun, dass das gut funktioniert. Es hallt hier gerade bei mir ein bisschen. Ich bin gerade auf Reisen. Ich grüße Sie also ganz herzlich aus Paraguay. Heute bin ich aus Paraguay. Nächsten 2 Wochen bin ich in Panama. Sehr schön. Also aus Berlin, aus Thüringen. Ja. Einen schönen guten Abend in die Runde. Das finde ich immer sehr schön, wenn man einfach das als eine schöne Community ansieht. Wir haben ja alle das gleiche Thema, denn wir wollen Geld machen mit den Stillhaltergeschäften, mit den Optionen. Ja, schönen Abend aus Bern. Gut, also es klappt wunderbar, sehr schön. Also ich schalte jetzt meine Kamera aus, damit Sie auch wirklich meine komplette Präsentation sehen. Vor allen Dingen, wenn ich natürlich Charts zeige und die TWS zeige, dann ist das für Sie natürlich interessanter, als jetzt unbedingt diesen kleinen Ausschnitt vom Video zu sehen. Und ich sehe hier, die Frage ist Investorenreise. Ich habe das schon alles einmal durchgemacht, Investorenreise und ganz einfach mal zu gucken. Und Paraguay ist für mich jetzt einfach so eine Durchlaufstation, wo ich Freunde besuche. Für mich ist Investoren Panama und Zypern. Also das jetzt nur so am Runde, weil eben die Frage kommt. Und ich sehe, da ist auch jemand aus Zypern mit dabei. Also, ich habe hier 35 Grad. Ich kann das ein bisschen toppen hier mit Zypern. Da ist es noch ein bisschen kühler. Deswegen, mich zieht es immer in die Wärme, wenn es bei uns in Deutschland kalt ist. So, jetzt aber Leute, genug geredet, ausgetauscht und jetzt Video weg und die Präsentation dafür an. Also, ich teile jetzt auch gleich noch den Bildschirm mit Ihnen. Einmal ist das Kamera weg und jetzt den Bildschirm teilen. Dann haben Sie gleich meine Präsentation. Kleinen Moment. Ich arbeite jetzt mit einem Bildschirm. Da muss ich da immer ein bisschen anders vorgehen. Dann müssen wir das gleich so machen. Teilen. Müsste das jetzt gehen? Fenster krumm. Nein, gesamter Bildschirm. Wir machen ruhig den gesamten Bildschirm. Das ist völlig okay. Hier. Und das teilen wir jetzt. Anklicken. Teilen. So. Und jetzt sehen Sie gleich die Präsentation und das Bild passt wieder. Da ich heute nur mit einem Bildschirm arbeite und ich meinen ganzen Bildschirm mit Ihnen teile, damit Sie auch wirklich das komplett sehen, sehe ich jetzt nicht Ihre Fragen. Ich gehe aber zum Ende des Webinars, schalte ich wieder um und dann gehe ich gerne auf Ihre Fragen ein. Also, hier heute das Thema Stillhaltergeschäfte, Haftungsausschluss brauchen wir da natürlich. Das Ganze, alles, was ich heute empfehle oder nenne, sind keine Anlageempfehlungen, sondern Sie machen natürlich Ihre eigenen Analysen und Entscheidungen. Übersicht, 8 Faktoren nenne ich Ihnen, dann Tipps für mehr Rendite, wollen wir ja alle, und dann natürlich Beispiele aus der Praxis. Ich starte gleich mit Faktor 1. Und Sie können sich's denken, die Analyse des Basiswertes steht natürlich an allererster Stelle. Und ich möchte jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, auf Charttechnik, auf Indikatoren, sondern es ist ganz einfach an ein paar Stellschrauben, die wichtig sind. Wenn das schon mal passt, da brauchen Sie gar nicht viel Indikatoren jetzt, sondern das in allererster Linie, was ganz wichtig ist, dass Sie eine Aktie haben, die in einem soliden langfristigen Aufwärtstrend ist. Warum betone ich das? Solide langfristig. Es ist eine Aktie, die jetzt steigt und nicht eine, die jetzt ständig fällt und steigt und fällt und steigt.
Klar, man kann auch Seitwärtsbewegungen machen, aber ich meine jetzt wirklich eine Aktie, wo man sieht, die ist solide. Warum? Weil wir bei den Stillhaltergeschäften, und ich beziehe mich jetzt hier auf das Wheel, wo wir also erstmal einen Short-Put setzen und sagen, die Aktie, die gehe ich davon aus, dass die weiter steigt oder seitwärts läuft. Es kann aber eben auch sein, dass sie sinkt, dass sie, wenn sie unter unseren Strike-Preis fällt, mir eventuell auch zugeteilt werden könnte. Deswegen möchte ich eine solide Aktie haben, eine, die ich eventuell auch in dem Depot haben möchte, eine Aktie, die ich vielleicht sowieso plane zu kaufen, aber nicht den aktuellen Preis kaufen möchte und dementsprechend sage, nein, ich schaue, dass ich sie günstiger am Markt kriege und dementsprechend einen Put verkaufe. Also eine Aktie im soliden Aufwärtstrend funktioniert natürlich dann für einen Short Put am besten, wenn ich vor allen Dingen nur darauf aus bin, Prämien einzunehmen, nur Prämien einzunehmen durch den Verkauf eines Puts. Damit setze ich drauf, dass die Aktie weiter steigt oder seitwärts geht. Sie darf auch ein bisschen fallen, nur nicht unter meinen Strike-Preis. Und dafür ist es natürlich am besten, wenn ich eine Aktie habe mit soliden Aufwärtstrend. Generell funktioniert diese Strategie natürlich am einfachsten, wenn wir leicht steigende oder seitwärts laufende Märkte haben. Deswegen jetzt seit gut einem Jahr haben wir sinkende Märkte. Da müssen wir natürlich speziell drauf schauen. Deswegen haben wir da immer geguckt gehabt, dass wir nach Aktien auswählen, die steigen oder in einer schönen Seitwärtsbewegung sind, damit ich mit einem Short Put hier erstmal anfangen kann. Die Aktie nicht handeln, keinen Short Put setzen, wenn der Quartalstermin während der Haltedauer stattfindet. Gerade jetzt, Januar, Februar, haben wir ja den Kalender voll mit Quartalsberichten. Und Sie wissen alle, Quartalsberichte, das ist ein zweischneidiges Schwert. Die Aktie kann stark fallen, sie kann stark steigen. Wenn wir jetzt einen Put gesetzt haben und wir setzen ja den Put bei einem gewissen Strike, wie wir den auswählen, komme ich natürlich dazu. Das ist ja einer der nächsten wichtigen Faktoren. Kann es aber sein, dass wir das eine ganz starke Abwärtsbewegung haben und vielleicht damit dann der Strike-Preis des Puts unterschritten wird. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen nicht während des Quartalstermins handeln. Immer gucken, Aktie, ja, passt jetzt die Grundlage, aber Quartalstermin in den nächsten paar Tagen, damit ist es eigentlich ein No-Go, wird nicht gehandelt. Vermeiden Sie bitte auch Hype-Aktien, Meme-Stocks. Ja, so diese typischen Meme-Stocks, die wir da hatten, was waren sie denn? GameStop und wie sie alle hießen. Das waren solche, die hochgepusht wurden, wo wir richtig dieses Flash-Trading hatten. Die wurden hochgepusht und dann auf einmal wieder, zack, sind sie aber auch gefallen wie ein Stein. Hier wirklich ein kalkuliertes Risiko einzugehen mit Short-Puts und dann dementsprechend zu gucken, gut, jetzt ist sie mir vielleicht zugeteilt worden, jetzt müsste ich Calls verkaufen. Nein, wirklich nur Aktien handeln, die sie auch in ihrem Depot haben möchten oder akzeptieren würden. Und die Aktie braucht genügend Potenzial nach oben und eben nicht jetzt direkt vor einem Widerstand sein, nicht am Trendkanal. Und dazu habe ich eben ein Beispiel, nämlich ein Beispiel habe ich da schon aufgemacht, Netflix. Netflix ist so ein typisches Beispiel, ist zwar jetzt eine höherpreisige Aktie und jetzt für Stillhaltegeschäfte vielleicht einfach nicht vielleicht, sondern ist für größere Depots. Wie viel Kapital, da kommen wir dann auch noch dazu. Ich möchte es Ihnen jetzt einfach zeigen. Rein von der Charttechnik her, wenn Sie Trendlinien einzeichnen, hier für die Trendlinie Aufwärtstrend, die unteren Punkte verbinden, obere Punkte hier verbinden, haben wir einen Trendkanal. Und wenn jetzt Sie in diese Aktie einsteigen würden mit einem Short Put und die Aktie hängt aber hier oben an dem Trendkanal, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie erstmal nach unten kommt und eigentlich ja entgegen ihren Trendrichtung läuft. Optimal ist es, wenn Sie es erwischen, dass die Aktie eben gerade hier wieder in der neuen Aufwärtsbewegung ist, weil dann können Sie schön den Strike-Preis wählen, das letzte markante Tief, wo ist eine starke Unterstützung. Da haben Sie eine wunderbare Ausgangsbasis, weil der Kurs steigt. Sie verkaufen einen Put hier in diesem Bereich. Sagen wir mal, Sie würden hier in dem Bereich
einen Put verkaufen, welchen Wert auch immer der jetzt hat. Und Sie erwischen den richtig schön. Wir sehen, hier haben wir eine Abwärtsbewegung. Aus dieser Abwärtsbewegung bricht der nach oben aus. Sie haben einen neuen Aufwärtstrend. Und wir setzen hier einen Short Put. Wir verkaufen den Put, nehmen eine wunderbare Prämie ein. Und dann steigt der Kurs. Und damit haben Sie eine schöne Ausgangsbasis, weil jetzt mit steigendem Kurs der Put umso schneller an Wert verliert. Und Ziel ist ja, dass diese Option, dieser Put, so schnell wie möglich wertlos wird. Und wie Sie das noch optimieren können, erzähle ich Ihnen auch. Aber das einfach als Ausgangsbasis. Wenn Sie jetzt in diesen Trade einsteigen würden und der Kurs ist hier oben und Sie verkaufen einen Put, sagen wir mal, Sie sagen dann auch hier letztes markantes Tief auf dieser Ebene. Und jetzt geht der Kurs aber erstmal nach unten. Was passiert mit Ihrem Put? Der Put gewinnt an Wert, weil Sie wissen ja, ein Put, der steigt im Wert, wenn der Kurs sinkt. Und das geht ja für Sie als Stillhalter, der Sie auf der Verkäuferseite geht, ja entgegen. Das heißt, es ist ziemlich frustrierend, wenn Sie in einen Trade einsteigen und der läuft erstmal gegen Sie. Sie wollen natürlich die optimale Ausgangsbasis haben. Deswegen, der Kurs muss genügend Potenzial nach oben haben und dann können Sie schön in den Trade einsteigen. Das war der Faktor 1 für die Analyse des Basiswertes. Mal jetzt ganz grob. Ich zeige es Ihnen dann gleich noch anhand von 1, 2, 3 Beispiele habe ich. Das kommt heute darauf an, wie wir von der Zeit her liegen, wie viele Fragen Sie haben. Sie brauchen nicht allzu viel charttechnische Analyse, weil Sie eine viel höhere Trefferquote haben, Gewinnwahrscheinlichkeit haben bei den Stillhaltergeschäften, weil der Kurs viel mehr Freiheiten hat. Er kann steigen, er kann seitwärts gehen, er darf auch fallen. Er sollte nur nicht unter Ihren Strikepreis des Puts gehen. Das ist alles. Und wir müssen natürlich eine bessere Chartanalyse haben, ein besseres Timing haben, wenn wir Long Calls gehen, weil dann brauchen wir die Dynamik. Brauchen wir hier nicht bei den Stillhaltergeschäften. Faktor 2 ist jetzt Auswahl der Option. Alle weiteren Faktoren hängen mit der Auswahl der Option zusammen. Und der allererste Punkt ist der Strikepreis, der Basispreis. Wir brauchen genügend Kurspuffer bei der Strike-Auswahl. Wir brauchen genügend Kurspuffer nach unten. Das heißt, selbst wenn der Kurs zurückkommt, dass der Strikepreis weit genug weg ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Strikepreis unterschritten wird, so gering wie möglich ist. Deswegen hatte ich Ihnen das vorhin gezeigt bei Netflix. Ja, markantes Tief suchen, Unterstützungen suchen. Unterstützungen suchen, wo der Kurs in der Vergangenheit immer wieder nach oben abgeprallt ist. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ein nächstes Mal wieder nach oben abprallt, umso höher. Und den Strike wählen Sie leicht darunter. Mehr ist es nicht. Faktor Nummer 3. Die Vola. Die Volatilität sowohl des Basiswertes als auch der Option. Wenn Sie einen Basiswert haben, der starke tägliche Kursbewegungen hat, der hat natürlich eine höhere Vola und dementsprechend auch eine höhere Vola bei den Optionen. Und je höher die Vola ist, umso höher ist die Prämie, die Sie erhalten. Und das ist ja unser Hauptaugenmerk. Wenn Sie jetzt eine Aktie haben, die am Tag vielleicht mal 10, 20 Cent steigt, wie eine Coca-Cola-Aktie, da ist kaum Volatilität. Dementsprechend sind die Preise auch gering. Die Prämien sind auch gering. Wenn die Aktie auch sehr kleinpreisig ist, also alles, was unter 20 Dollar fällt, da kriegen Sie nicht viel Prämie, außer Sie wählen eine sehr lange Laufzeit und würden sehr nah am Kurs den Strikepreis auswählen. Volatilität ist das A und O bei den Stillhaltergeschäften. Weil wenn die Vola zurückkommt, verliert der Wert und das ist genau das, was wir eben haben wollen. Wir wollen eine Prämie einnehmen und dann soll die Option so schnell wie möglich an Wert verlieren, damit wir entweder sie verfallen lassen können oder eben günstiger zurückkaufen können. Je höher die Vola ist, umso dynamischer ist die Aktie und umso schneller ist der Verfall der Prämie.
welche Werte sind optimal für Stillhaltergeschäfte, wenn die Wohler über 40 ist. Also die implizite Wohler bei den Stillhaltergeschäften über 40 bei der Option. Und ich gehe noch den nächsten Punkt durch und dann habe ich noch ein, zwei Punkte und dann schauen wir uns das genau in der Optionskette an. Wo steht das eigentlich alles? Auf was sollte ich achten? Faktor 4 ist Auswahl der Option, das Delta. Optimal ist es, wenn Sie ein Delta unter 20 haben, maximal 25. Denn je geringer das Delta ist, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Option ins Geld läuft. Und ins Geld laufen, das habe ich hier unten hier nochmal reingeschrieben für diejenigen, die jetzt noch nicht so firm mit dem Ganzen sind, ins Geld läuft ein Short Put, also ein Put, den Sie verkaufen. Der ist im Geld, wenn der Kurs unter dem Strike-Preis des Puts ist. Damit ist er im Geld und dann könnte eben diese Option sehr schnell ausgeübt werden. Könnte, muss nicht. Kann auch bis zum Ende der Laufzeit einfach sein, dass sie nicht ausgeübt wird. Aber es könnte sein. Bei einem Short Call, dieser ist im Geld, wenn der Kurs über dem Strike-Preis ist des Calls. Und eine Option im Geld könnte ausgeübt werden. Und zwar jederzeit. Denn wir handeln hier Optionen des amerikanischen Stils. Und diese können jederzeit während der Laufzeit, schon vor Ende der Laufzeit, vor dem Verfall ausgeübt werden. Und das ist vielen nicht bewusst. Die sagen, ja, aber die Laufzeit war doch noch. Wieso ist jetzt mir das eingebucht worden? Wenn aber die Option so tief im Geld war, dass es für die Gegenseite interessant ist, diese Option auszuführen, dann kann es eben sein, dass Sie zum Beispiel, wenn Sie einen Short-Put haben, Sie haben einen Put verkauft, der Kurs fällt aber darunter und zwar so stark drunter, dass Ihr Put so weit im Geld ist, dass es für die andere Seite interessanter ist, diesen Put jetzt auszuüben. Ja, dann kriegen Sie 100 Aktien zum Strike-Preis ins Depot eingebucht. Dann wird dieser Put ausgeübt und Sie kriegen 100 Aktien in das Depot eingebucht. Andersrum ist, wenn Sie jetzt 100 Aktien haben und Sie verkaufen Calls, Sie setzen also darauf, dass der Kurs nicht über eine bestimmte Schwelle steigt. Sie verkaufen den Call und jetzt haben Sie aber eine starke Kurssteigerung. Der Call läuft ins Geld und für die Gegenseite ist es aber interessant, jetzt diesen Call auszuüben, weil der sagt, Mensch, da hat einer hier den Short Call, der hat 100 Aktien, der verkauft die mit dem Call jetzt zu dem Preis, wo ich gewillt bin, den zu zahlen, weil am Markt ist der schon viel teurer. Ich will aber nur so und so viel zahlen und der hat jetzt das genau an dem Strike-Preis. Dann wird Ihr Call ausgeübt und die 100 Aktien, die Sie im Depot haben, müssen Sie zum Strike-Preis verkaufen. Die werden dann aus dem Depot ausgebucht. Und vielen ist das nicht bewusst. Die sind nur so konzentriert auf die Prämie. Oh, wunderbar, ich kriege die Prämie, wunderbar. Sind sich aber nicht die Konsequenzen bewusst, was ist, wenn die Option ins Geld läuft? Und ich sage jetzt gleich für diejenigen, die jetzt sagen, das sind jetzt alles böhmische Dörfer für mich. Ich werde Ihnen auch gleich noch die Webinare nennen, wo ich die Strategie des Wheel genau vorgestellt habe. Und insgesamt sind es 3 Webinare. Wenn Sie sich die 3 Webinare angucken, dann haben Sie das gesamte Grundwissen, dann wissen Sie, wie die Strategie funktioniert. Heute packe ich praktisch diese 8 Faktoren, die zusammen mitentscheidend sind, über Erfolg oder Misserfolg, die packe ich jetzt hier komprimiert zusammen. In dieser einen Stunde packe ich das komprimiert zusammen. Weil ich habe gemerkt in den Workshops, dass es eben in der Anwendung oftmals dann Fragen kommt. Ja, welchen Strike-Preis wähle ich eigentlich? Und wie wähle ich das jetzt aus? Auf was sollte ich noch achten? Und dann sage ich immer wieder, ja, ein Delta von 20. Ein Delta von 20, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Option ins Geld läuft, liegt gerade mal bei 20%. Also zu 80% wird diese Option wertlos verfallen nach dem aktuellen Stand. Das sind so diese Feinheiten, wo ich dann merke, das ist den Leuten nicht bewusst. Das wussten sie nicht, haben sie nicht gelesen, nicht gehört, hat ihnen keiner erzählt. Und hier kriegen Sie das heute ganz komprimiert, diese 8 Faktoren plus noch ein paar Tipps aus der Praxis. Und wenn Sie die beherzigen, dann
bleibt, ist es eigentlich gar nicht anders, kann es gar nicht anders gehen, als dass sie Erfolg haben mit den Stillhaltergeschäften. Der fünfte Punkt, der ganz wichtig ist, ist das Open Interest. Und damit hängt auch das Spread zusammen, der Spread zwischen dem Ask und dem Bid Price, zwischen dem Kauf und dem Verkaufpreis. Das Open Interest sollte mindestens zweistellig sein. Denn je höher das Open Interest ist, so je mehr offene Optionen gehalten werden, umso liquider ist der Wert, umso mehr wird der mit Optionen gehandelt. Und je liquider der Wert ist, umso schneller ist dann auch die Ausführung Ihres Trades für den Verkauf und später auch für die automatische Rückkauforder. Und je liquider der Wert ist, umso geringer ist der Spread, umso geringer ist der Unterschied zwischen Ask und Bid Price, zwischen dem Verkaufs- und dem Ankaufspreis. Und je geringer der Spread nämlich ist, umso schneller haben wir auch hier wieder die Ausführung Ihres Trades für den Verkauf und dann später die automatische Rückkauforder. Ja, wenn Sie einen hohen Open Interest haben, wenn das in den Tausendern ist, dann geben Sie die Order ein und zack, in der nächsten Sekunde ist Ihre Order ausgeführt. Haben Sie ein Open Interest, was vielleicht gerade mal bei 5 liegt, bei 6 liegt, oder kann sein, dass die Order gar nicht ausgeübt wird, weil da gar kein Interesse dran ist, dann kriegen Sie das nicht verkauft. Oder dann, wenn Sie das Gegengeschäft machen wollen, diese Option schließen, wieder zurückkaufen, dass Sie vielleicht auch einen sehr schlechten Ausführungskurs kriegen, weil der Spread viel zu groß ist, dann ist vielleicht auch Ihr schöner Gewinn wieder weg. Der sechste Faktor ist die Laufzeit. Und bevor wir uns das anschauen, möchte ich jetzt erst einmal wirklich diese Faktoren 2 bis 5 einfach mit Ihnen mal an der Trader Workstation an der Optionskette Ihnen zeigen, wo Sie das finden. Also, gehen wir es nochmal zurück. Faktor 2 ist der Strike-Preis, die Vola, das Delta, das Open Interest und der Spread. Ich habe das zusammengeführt. Ich hätte das auch nochmal als einzelnen Punkt machen können. Aber diese Werte, diese Open Interest und Spread, gehört zusammen. Das ist so miteinander verwoben. Und jetzt schauen wir uns doch mal eine Optionskette an. Nehmen wir doch ruhig mal Apple. Ja, also ich habe Option Trader aufgemacht, die Optionskette. Ich kann es auch hier nochmal zeigen, wer jetzt nicht so firm ist mit dem Ganzen. Also Sie machen Ihre Trader Workstation auf, Sie loggen sich ein. Dann wird Ihnen als allererstes das Portfolio angeführt. Und ich habe aber für alle verschiedenen Strategien oder wie jetzt eben hier für dieses Webinar habe ich mir extra Reiter gemacht. Das können Sie ganz einfach hier machen, Reiter. Und dann vergeben Sie hier einen neuen Namen und dann können Sie hier viel besseren Überblick haben über Ihre verschiedenen Positionen, wenn Sie vor allen Dingen verschiedene Strategien fahren. Wenn wir uns jetzt Optionsketten anschauen wollen, dann können Sie gerne hier auf den Optionen Trader gehen. Dann haben Sie hier die Optionsketten. Und dann hier oben in dieses Fenster, links oben, dann geben Sie das Kürzel ein. Und ich gebe jetzt einfach mal Apple nochmal ein. Sie können das Kürzel eingeben, Sie können auch den Klarnamen eingeben und dann einfach nochmal die Eingabetaste wählen. Aktie Smart ist der Standard. Und dann können wir sagen, ja, weil ich habe hier ja schon die Registerkarte, ja, die soll er jetzt verwenden. So. Und jetzt macht er Ihnen die Optionskette auf. Kurz zur Erklärung, Sie sehen hier auf der linken Seite die Calls, auf der rechten Seite die Puts. Hier oben sehen Sie die Reiterkarten für die verschiedenen Laufzeiten. Und hier sehen Sie den Basispreis. Und sicherlich kennen Sie das. Was Sie aber vielleicht nicht so ganz in Ihrer Trader Workstation hier in den Optionsketten eingebunden haben, ist vielleicht, dass Sie hier die implizite Vola haben. Das Delta und hier die offenen Optionspositionen, das heißt das Open Interest. Ja. Also, wie kriegen Sie diese Positionen her? Wenn Sie das nicht haben, dann ist es ganz einfach. Gehen Sie einfach hier in diese Zeile und schauen Sie, dann kommt schon automatisch hier das Menü rauf, wo es heißt Spalte einfügen. Und dann gehen Sie hier auf Greeks. Auf die Griechen und dann wählen Sie hier dementsprechend das Delta aus
und die Vola. Bei mir ist es jetzt natürlich schon, also das Delta, dass sie das hier auswählen, ist einmal bei den Griechen. Das ist jetzt hier bei mir natürlich nicht mehr in der Liste, weil ich es ja schon in den Optionsketten mit eingebunden habe. Also unter den Griechen finden Sie das Delta. Und hier Open Interest und die implizite Vola finden Sie unter dem Stichpunkt Optionen. Dann wählen Sie das aus und dann haben Sie hier diese drei Spalten. Und das können Sie hier auch noch so ein bisschen verschieben. Ja, dann sehen Sie das. So. Ich habe jetzt ja gesagt, im Zusammenhang mit der Auswahl des Strikepreis und des Basiswertes. Strikepreis, eine schöne Unterstützung. Gehen wir gleich ins Detail rein. Wir machen einmal von A bis Z alle 8 Faktoren gehen wir durch anhand von Apple, weil es so ein ganz aktuelles Beispiel ist. Ich wollte Ihnen jetzt einfach mal zeigen, wo finden Sie die Vola, das Delta und Open Interest. Das ist jetzt erstmal der Punkt. Wie wir auswählen, gehen wir dann anhand des Beispiels durch. Gehen wir zurück auf die Präsentation. Der 6. Faktor ist die Auswahl der Laufzeit. Gerade bei Optionen, ja, da haben wir massenweise Laufzeiten. Da haben wir die Standardlaufzeiten, die verfallen am 3. Freitag eines Monats. Dann haben viele, viele Aktien, viele Basiswerte haben sogenannte Weeklies. Da gibt es Optionen, die am Freitag, jeden Freitag verfallen. Es gibt immer wieder neue Optionen. Ja, jeden Freitag gibt es neue Optionen. Die kann man wunderbar auch nutzen. Generell gilt für die Auswahl der Laufzeit, je kürzer die Laufzeit ist, umso stärker ist der Zeitwertverfall. Das kennen Sie vielleicht, Zeitwertverfall. Je kürzer die Laufzeit ist, umso schneller verliert die Option an Wert. Und das ist genau das, was ja uns in die Hände spielt bei den Stillhaltergeschäften. Also je kürzer die Laufzeit, umso besser. Es muss natürlich passen. Deswegen sage ich ja, wir gehen einmal das komplette Szenario durch, sodass das insgesamt ein stimmiges Bild hat. Nur generell für Sie zu wissen, je stärker der Zeitwertverfall ist, umso schneller verliert die Option an Wert. Im Gegensatz dazu natürlich dann, je länger die Laufzeit ist, umso größer ist das Risiko, dass der Trade gegen sie läuft. Ja, das heißt, dass die Option ins Geld läuft, weil je länger die Zeit ist, dann kann der Kurs ja alles Mögliche machen. Je kürzer das Zeitfenster ist, umso überschaubarer ist Ihr Risiko. Der 7. Faktor ist die Auswahl der Prämie oder beziehungsweise auf was sollte ich denn schauen bei der Prämie? Klar, sie soll hoch sein. Ja, ich möchte natürlich so viel wie möglich haben, die Prämie. Aber die Prämie hängt natürlich damit zusammen mit den anderen Faktoren. Jetzt habe ich gesagt, genügend Prämieneinnahme. Ja, was ist denn genügend? Der eine sagt, ja, mir reichen 30 Cent. Der andere sagt, nö, ich will mindestens einen Dollar haben. Nö, ich will mindestens 200 Dollar haben. Was ist jetzt genügend Prämieneinnahme? Und es ist ganz einfach. Von der Prämieneinnahme gehen ja die Transaktionskosten für den Kauf, also für den Verkauf einmal, und dann gegebenenfalls noch für den Rückkauf. Die gehen davon schon mal weg. Rein die Transaktionskosten. Und wenn Sie dann die Option zurückkaufen, hat diese Option ja auch noch einen Wert. Das heißt, das schmälert ja Ihre Prämie. Das heißt, das auch noch in Abzug, das ist dann unterm Strich Ihr Gewinn. Klar kommen dann ja auch noch die Steuern mit hinten dran, wenn man das noch mit berücksichtigt. Aber jetzt rein nur Ihr reiner Gewinn aus diesem Trade heraus. Die Prämie, die Sie einnehmen, abzüglich Transaktionskosten für den Verkauf und gegebenenfalls Rückkauf. Und wenn Sie eben früher zurückkaufen, dann auch noch, das schmälert noch die Prämieneinnahme. Und ich habe jetzt geschrieben hier Rückkaufswert 10% der Prämieneinnahme. Wer die anderen Stillhaltergeschäfte, die Webinare von mir schon gesehen hat, der weiß, dass ich sage, ich warte nicht die gesamte Laufzeit ab,
bis zum letzten Handelstag warte ich nicht ab und dass die Option wertlos verfällt. Ich sage nein, weil in den letzten paar Tagen, in den letzten Wochen tut sich nicht mal allzu viel. Da warte ich nicht noch auf die letzten paar Cent ab, sondern dann sage ich, ich kaufe meine Option zurück, wenn die nur noch 10% des Werts hat. Sagen wir mal, ich habe einen Dollar eingenommen, dann kaufe ich die für 10 Cent zurück. Und das kann ich schon viel schneller machen. Und dadurch kann mein Kapital viel besser arbeiten. Und das ist schon einer der Tipps, den ich habe. Gehe ich aber nochmal gleich wirklich im Anschluss dann drauf ein. Deswegen, daher kommt dieser Rückkaufswert 10% der Prämieneinnahme. Das heißt, 90% von der Prämie behalten Sie und 10% kaufen Sie zurück. Wenn jetzt einer sagt, ja gut, nö, ich warte immer ab, ich lasse die einfach verfallen und ich habe dann dadurch wirklich nur als Transaktionskosten lediglich einmal den Verkauf des Puts oder des Calls und sonst nichts. Der kann sich natürlich mit einer geringeren Prämieneinnahme zufrieden geben. Dem reicht dann eben weniger, weil er sagt, ich habe die anderen Kosten nicht. Als grobe Richtlinie, damit es überhaupt wirklich Sinn macht, mindestens 40 bis 50 Cent pro Option beziehungsweise dann eben pro Kontrakt 40 oder 50 Euro Dollar sollten übrig bleiben. Ansonsten macht das Ganze keinen Sinn, dass Sie hier Ihr Kapital hier ins Risiko setzen. Sie haben ja einen Kapitaleinsatz, es ist ja ein gewisses Risiko dabei. Und dass Sie sich die Arbeit machen, sich dann dahinsetzen, das ist es dann einfach nicht wert. Ja, also das sollte zumindest dann nach Abzug Ihrer Kosten, Handelskosten und der Strategiekosten, sollte übrig bleiben. Und es muss immer ein gutes, gesundes Verhältnis sein zwischen Prämieneinnahme zum eingesetzten Kapital und für die Dauer des Trades. Was heißt das jetzt wieder? Es macht keinen Sinn, wenn Sie sagen, ich setze jetzt 30.000 Dollar als Kapital ein und unterm Strich kriege ich gerade mal 40, 50 Cent nach 2 Monaten. Das steht in keinem Verhältnis. Man möchte eine gewisse Rendite haben. Ja? Und ich zeige Ihnen auch noch, wie man das auch ausrechnen kann. Das können Sie sich dann leicht in einer Excel-Tabelle machen. Es muss im Rahmen sein. Und das kann man dann ausrechnen, dass man sagt, man möchte eine Rendite haben von mindestens 10, 15, 20, 30, 40 Prozent haben. Natürlich, je mehr Rendite ich haben möchte, umso ambitionierter muss ich natürlich bei meinen Faktoren herangehen. Bei den Faktoren, wie ich es Ihnen nenne, haben wir eine schöne Rendite zwischen 15 bis 20, 25 Prozent, je nachdem. Und dadurch, das ist jetzt aber, wäre auf die gesamte restliche Laufzeit bezogen. Und wenn Sie es dann noch so machen, wie ich es Ihnen empfehle, was ich Ihnen dann in den Tipps noch gebe, dann haben Sie locker eine höhere Rendite. Dann kommen wir nämlich jetzt schon zu dem Kapitalbedarf, der 8. Faktor. Und Sie sehen, da habe ich ein bisschen mehr geschrieben. Denn es ist ganz wichtig. Sie müssten genügend Kapital im Depot vorhalten. Warum? Was heißt genügend Kapital? Nämlich, Sie sollten wirklich nur cash-secured Puts handeln. Und das heißt, dass Sie so viel Geld, so viel Kapital im Depot haben und vorhalten, dass Sie gegebenenfalls wirklich 100 Aktien von diesem Wert zu dem Strike-Preis kaufen können. Das ist ganz wichtig. Und wenn Sie Stillhaltergeschäfte machen, wenn Sie Optionen verkaufen, dann haben Sie automatisch einen Margin-Account. Vorher geht das gar nicht. Wenn Sie einen Cash-Account haben, können Sie keine Optionen verkaufen. Sie können keine Stillhaltergeschäfte machen, keine Prämieneinnahmen. Sie haben automatisch einen Margin-Account. Es ist aber wichtig, dass Sie diese Margin nicht komplett ausreizen. Ja. Und ich sage immer, wenn Sie auf Ihrem Depot haben Sie 30.000 Dollar, dann haben Sie eine Kaufkraft, mindestens eine doppelte Kaufkraft, dann haben Sie 60.000 Dollar, mit denen können Sie arbeiten. Aber ich würde es nicht überstrapazieren, dass Sie sagen, ach, jetzt setze ich noch ein. Weil wenn es dann nämlich gegen Sie läuft und wenn mehrere Positionen gegen Sie läuft, dann ist nicht genügend Margin eben da, nicht genügend Liquidität. Und dann würde nämlich der Broker eigenmächtig hier
ja, würde, es sind einfach diese Haftungskriterien, das ist einfach zur Sicherheit für Sie ist das Ganze. Es ist nicht, dass hier die Bestimmungen Sie schikanieren wollen. Nein, es ist zu Ihrer Sicherheit. Es werden dann Positionen liquidiert. Die werden einfach, Positionen werden dann aufgelöst, damit wieder genügend Kapital da ist für das Risiko, was Sie eingegangen sind. Also wenn Sie die Marge nicht komplett ausreizen, wenn Sie die nutzen, ist wunderbar, weil da können Sie dadurch ganz anders mit Ihrem Kapital arbeiten. Und für den Bereich, was Sie eben die Marge nutzen müssen, zahlen Sie ein paar Cent, ja, ein bisschen was an Zinsen. Es ist nicht viel im Vergleich zu dem, was Sie natürlich an Gewinne einnehmen können, wenn Sie das nutzen. Aber es ist wichtig, dass Sie den Überblick behalten. Wenn Sie 10 verschiedene Positionen haben mit Stillhaltergeschäften, Sie haben Apple gekauft zu 150er Strike, Sie haben noch eine, was weiß ich, eine Microsoft und Sie haben noch eine Applied Materials, dann haben Sie noch Silber-ETFs oder was auch immer. Sie müssen einen Überblick behalten, wie viel Kapital bräuchte ich denn im Worst Case, wenn mir jetzt alle Optionen ins Geld laufen und ich jetzt alle wirklich kaufen müsste. Das ist Ihr oberstes Ziel, dass Sie da den Überblick haben. Und es geht natürlich am einfachsten mit der Excel-Tabelle, dass Sie sich aufschreiben, wenn Sie haben, und dass Sie sich immer aufschreiben, Kapitalbedarf. Und in den Excel-Tabellen wissen Sie, können wir das wunderbar machen, dass der das automatisch Ihnen unten als Gesamtsumme aufzeigt. Und dann haben Sie immer den Überblick. Also für jeden Put-Kontrakt die Liquidität für den eventuellen Aktienkauf von 100 Stück zum Strike-Preis vorhalten, pro Kontrakt. Wie gesagt, wir handeln Optionen amerikanischer Art. Die können jederzeit ausgeübt werden, sowohl vom Käufer als auch von der Verkäuferseite. Das heißt, Sie könnten sie ausüben, aber eben auch die Gegenseite. Und wenn die Option ins Geld läuft, dann kann die Ausübung schon vor Laufzeitende erfolgen. Falls der Put zum Laufzeitende am letzten Handelstag zum Kursschluss im Geld liegt, also beim Put der Kurs unter dem Strike ist und nicht zurückgekauft oder gerollt wurde und Sie diese Option noch im Depot haben, letzter Handelstag, dann ja, schillt die Glocke und der Kurs liegt unter dem Strike-Preis von dem Put. Dann liegt dieser Put im Geld. Das heißt, die Ausübung erfolgt automatisch durch den Broker. Und am Samstag sehen Sie dann in Ihrem Depot, dass Sie nämlich 100 Aktien oder Anteile von dem Basiswert ins Depot eingebucht bekommen haben, dass Sie die gekauft haben. Wenn jetzt der Freitag der letzte Handelstag war, was ja der Standard ist, es gibt zwar auch ein paar Basiswerte, die haben unter der Woche den letzten Handelstag, aber in der Regel ist der letzte Handelstag ein Freitag, 22 Uhr. Das ist die Stichmarke. Und wenn da der Put im Geld liegt, dann Samstag automatisch werden Sie dann in Ihrem Depot 100 Anteile von dem Basiswert zu dem Strike-Preis dann eben drin sehen. Und das müssen Sie einfach wissen. Deswegen erinnern Sie sich, Faktor Nummer 1, Auswahl der Aktie, ist immer solche Aktien nur handeln, wo Sie auch gewillt sind oder Sie auch akzeptieren in dem Depot, dass Sie die haben. Weil es kann ja auch sein, dass diese Aktie auch mal nochmal weiter runtergeht, kann ja auch sein. Ja, aber dass es Aktien wirklich sind, die Sie im Depot haben wollten. Das waren jetzt diese 8 Faktoren. Ach, da habe ich es gar nicht mal fertig geschrieben gehabt. Och, das ergänzt sich. Also machen wir jetzt eben mündlich die Ergänzung. Also als Faktor Nummer 1 war eben die Analyse des Basiswertes. Die Vola Nummer 2, 3 das Delta, 4 ist der Strike-Preis, Nummer 5 ist das Open Interest, Nummer 6, beziehungsweise 5 und 6 habe ich jetzt ja zusammengefasst. Jetzt weiß ich, warum ich auch da war ich gerade noch dabei, hier das dementsprechend zu schreiben und habe es dann jetzt leider vergessen. Wie gesagt, ich bin aktuell auf Reisen und dann kann das mal passieren, dass man das so in letzter Minute vielleicht noch eine Änderung, noch eine Idee hat und ich wollte diese Zusammenfassung noch machen. Also 5 ist Open Interest und das Spread, Nummer 7 ist die Prämie und Nummer 8 ist das Kapital. Analyse des Basiswerts, Vola, Delta, Strikepreis, Open Interest und Spread, Laufzeit, die Prämie und das Kapital. Das sind die 8 Punkte.
Und bevor ich zu den Tipps jetzt noch komme, wollen wir ja erstmal das verstehen. Richtig? Deswegen zeige ich Ihnen jetzt ein ganz aktuelles Beispiel, was ich mit dem Trading-Workshop, den ich habe, eben gehandelt habe, beziehungsweise als Trading-Idee, was wir gestern entwickelt hatten, die Trading-Idee. Und zwar war das Apple. Apple ist auch einer der Kandidaten, den Sie wunderbar handeln können. Warum? Erstens mal, es ist ein solider Wert, wo man sagt, habe ich nichts dagegen, wenn ich den im Depot habe? Oder wollte ich vielleicht sowieso schon mal kaufen? Ja, Punkt 1, Auswahl der Aktie. Solide Aktie. Wenn ihr jetzt sagt, ja gut, jetzt sieht das aber nicht unbedingt nach einem soliden Aufwärtstrend aus. Ja gut, wenn ich mir es aber auf Monatsbasis anschaue, haben wir definitiv eine solide Aktie. Ah, jeder kennt Apple. Jeder kennt das Geschäft. Apple ist stark aufgestellt vom Cashflow her. Also von daher immer langfristig sich das Ganze anschauen. Also auf Tagesbasis sieht es jetzt eben so aus. Auswahl der Aktie. Dann kommen wir zu dem Punkt Strikepreis. Noch zu dem Thema gut Auswahl der Aktien. Man kann jetzt hier sagen, okay, wir haben hier jetzt auf Tagesbasis einen schönen Aufwärtstrend. Wir haben hier Widerstände sind jetzt hier überwunden. Einmal hier in dem Bereich. Dann sind wir jetzt hier drüber über diesen letzten Widerstand hier. Und da steigt jetzt Apple sehr stark weiter drüber. Und der Kurs liegt über der 200-Tage-Linie. Damit haben wir einen soliden Wert, den wir gut handeln können. Und dann ist jetzt die Frage, welchen Strike-Preis wähle ich denn mal jetzt rein von der Chartlage her, ohne dass ich jetzt weiß, wie viel Delta oder wie viel Prämie kriege ich. Dann einfach mal gucken, wo haben wir ein markantes Tief, sodass es unwahrscheinlich ist, dass dieser Bereich, dieses Level erreicht wird. Und wenn wir jetzt mal schauen, 200-Tage-Linie ist immer ein guter Wert, den man sich mit herholen kann, dass man sagt, 200-Tage-Linie zuletzt immer gute Unterstützung gewesen. Ja, sehen Sie hier. Sie war zuletzt Widerstand. Jetzt Unterstützung. Nochmal Unterstützung. Also in dem Bereich um die 147 bei der 200-Tage-Linie schon mal eine schöne Unterstützung. Ist hier auch ein schönes letztes markantes Tief. Und dann, was haben wir noch? Wir haben hier ein Gap. Ich zoome das Ganze mal jetzt gerne weiter dran. Wir haben hier ein Aufwärtsgap. Ja, seht ihr das? Wir haben hier ein Aufwärtsgap. Und hier das Hoch von diesem Aufwärtsgap, das liegt so bei 146, 147, also knapp. Ja, wirklich hier vom Docht her ein bisschen was über 146. Und was habe ich gesagt gehabt? Wenn wir solche Unterstützungen sehen, leicht darunter seine Strike-Preis wählen. Und damit ist hier der Strike-Preis von 145 Dollar eine optimale Marke, sage ich jetzt mal, ein schöner Ausgangspunkt. Oh, kommen wir dann ja hier hin. Ups, 145, damit ich es so besser einzeichne. Fadenkreuz ist jetzt nicht gut, wir brauchen das. So, bei 145 hier in diesem Bereich haben wir also, das ist ein Bereich, wo der Kurs genügend Puffer hat. Das sind 10 Dollar nach unten. Davor ist die Unterstützung der 200-Tage-Linie und hier das Gap. Und selbst wenn das Gap geschlossen werden würde, wäre immer noch nicht der Strike-Preis erreicht. Und damit haben wir es von der Analyse her und für den Strike-Preis zwei Faktoren schon mal mit abgehandelt. Jetzt geht es in die Optionskette rein. Apple. Optionskette. Dritter Punkt war die Vola. Vola ist optimal, wenn sie über 40 ist, die implizite Vola. Da
hat jetzt Apple keinen Punkt. 25, 27 ist so der Bereich, wo man sagt, da kann man schön Long-Optionen handeln, ist aber kein K.O.-Kriterium, es jetzt nicht mit Stillhaltergeschäften zu machen. Es ist nur ganz einfach, dass halt dann diese Vola-Bewegung nicht so stark ist und wenn die Vola zurückgeht, ist nicht so stark die Auswirkung bei dem Wert der Option, als wenn wir jetzt eine höhere Vola von 40, 50, 60 oder noch mehr hätten. Weil wenn da die Vola zurückkommt, macht sich das natürlich noch viel stärker am Vola-Verfall, am Wertverfall der Prämie bemerkbar. Was jetzt wirklich ein K.O.-Kriterium wäre, wenn wir jetzt hier bei 10 wären, 10 oder 15, weil da tut sich ja gar nichts dann bei der Aktie. Vola. Jetzt haben wir das Thema Delta. Das Delta, damit wir so eine gering wie mögliche Wahrscheinlichkeit haben, dass dieser Put ins Geld läuft. Wir wollen ja nicht, dass der Kurs so weit sinkt, dass der unter unseren Strike fällt. Und jetzt guck mal rein mal nur vom Delta. Unter 20 wären wir hier minus 0,188. Also unter 20 sind wir hier. Und da wären wir bei einem Strikepreis von 147. Damit seht ihr, wir sind mit einem Strikepreis von 145 sogar noch konservativer. Da haben wir nämlich ein Delta von gerade mal 14, 15. Damit haben wir eine noch größere Wahrscheinlichkeit, nämlich 85%, dass dieser Trade, dieser Option, dieser Put wertlos verfällt. Und genau das ist das, was wir ja wollen. Delta, wunderbar. Wir könnten auch Strikepreis 147 nehmen, wenn wir jetzt rein nach dem Delta auswählen würden. Würde reichen. Aber da liegt eben dieses Aufwärtsgap. Und deswegen habe ich gesagt gehabt, Delta 14, schön mit diesem Gap darunter. Dann ist natürlich immer die Frage, wie ist das Open Interest, der Spread? Wie liquide ist denn dieser Wert? Wie viel wird denn dieser Wert gehandelt? Und schaut euch das mal hier an. Open Interest bei 145er Strike, das sind über 1400 offene Optionspositionen, die hier sind. Damit haben wir also Open Interest abgehakt. Wunderbar. Der Spread hier, gerade mal 1 Cent dazwischen. 1 Cent. Optimal. Damit können wir hier sagen, Strikepreis 145, Delta passt. Dann ist die Frage, wie viel Prämie kriege ich denn? Was habe ich denn jetzt für eine Laufzeit? Ich habe jetzt hier die Laufzeit von 10. März, Restlaufzeit noch von 10 Tagen. Jetzt gehen wir einfach doch mal ein Stück zurück und sagen, ich möchte eigentlich so schnell wie möglich diese Prämie komplett einbehalten und dann den nächsten Trade setzen. Deswegen gucken wir, als nächste Laufzeit wäre jetzt hier 24. Februar, noch Resttage 8. Das heißt, nächste Woche Freitag verfällt diese Option. Und dann gucken wir mal, wie viel Prämie würden wir denn kriegen mit unserem Strikepreis von 145? Da kriegen wir gerade mal 17 Cent. Und pro Kontrakt wären das eben 17 Dollar. Und jetzt wisst ihr, ich habe euch die Rechnung aufgemacht, abzüglich Transaktionskosten, das macht keinen Sinn. Und schon gleich gar nicht, wenn ich sage, ich kaufe sie dann auch noch für 10% Wert zurück. Macht keinen Sinn. Also gucke ich die nächste Laufzeit. 3. März, Strikepreis 145. Wie viel kriege ich? Na, immerhin kriege ich schon mal 50 Cent. 50 Cent, es passt hier das Delta, ist auch wunderbar, ist 10, klappt. Aber 50 Cent abzüglich Transaktionskosten und wenn ich sie dann zurückkaufen würde für 5 Cent, 50 nehme ich ein, 5 Cent würde ich sie zurückkaufen. Schauen wir mal. 10. März, 22 Tage Restlaufzeit. Es ist ja ein überschaubarer Zeitraum. Und wir haben einen schönen großen Kurspuffer. Earnings war unter anderem war bei Apple schon vorbei. Also das ist auch mal das Thema, Auswahl der Aktie. Da weiß ich jetzt einfach, weil wir sie gehandelt haben, Earnings-Quartalstermin war schon rum. Deswegen kommt die in Frage. März, der 10. März,
Verfallsdatum noch Restlaufzeit, 22 Tage, unser Streikpreis 145. Wir haben ein Delta von 14,6 und wir würden hier $89 einnehmen pro verkauften Put. Und das ist einfach eine Prämie, wo ich sage, ja, die passt. Ich kriege hier 89, fast $90 für eine Restlaufzeit von 3 Wochen. Und wenn ich sie eben so handle, wie ich sage, nochmal, dann zu 10% Rückkaufswert zurückkaufen, dann brauche ich gar nicht diese 22 Tage nämlich abwarten. Und erfahrungsgemäß ist das oft schon in der Hälfte der Laufzeit schon geschehen. Das heißt, viel schneller kommen Sie hier in den Gewinn, haben Ihre Rendite und haben diese Liquidität wieder frei für den nächsten Trade. Und deswegen haben wir gestern im Workshop, wo ich Stillhaltergeschäfte mache, im Workshop haben wir einen Put verkauft bei Apple, Laufzeit 10. März, Strikepreis $145 und wir hatten gestern eine Prämie von $1 eingenommen und wir kaufen diesen Put zurück bei 10 Cent. Und da setzen wir automatisch die Rückkauforder. Und jetzt seht ihr, Apple ist weiter gestiegen, der Put verliert weiter an Wert und innerhalb von einem Tag hat der schon 10 Cent verloren, weil wir haben gestern noch $1 gekriegt. Heute kriegen wir nur noch $90. Ja. Und jetzt ist der 8. Punkt, wenn ich 145er Strike wähle, dann ist der 8. Punkt Kapital. Wie viel Kapital muss ich vorhalten? Nämlich 14.500 Euro. 145 mal 100. Das wäre für den Fall der Fälle, wenn dieser Put ausgeübt werden würde und mir diese 100 Aktien angedient werden, dann bräuchte ich 14.500. Das heißt, das ist das Kapital, was ich in meinem Depot da haben muss oder zumindest die Margin haben muss, dass ich das erfüllen kann. Das ist der 8. Faktor. Also wir haben den Titel Apple. Wir haben ihn ausgewählt nach den Faktoren solider Wert, Aufwärtstrend, Earnings ist vorbei, die Aktie würde ich auch im Depot akzeptieren. Wir haben den Strikepreis uns ausgesucht nach einem markanten Tief und Unterstützung. Wir haben nach der Vola geschaut, wo wir sagen, gut, ist jetzt nicht über 40, sie hat nur gerade mal was um die 30, ist aber immer noch genügend, sodass hier auch Bewegung ist, dass auch der Put genügend schnell an Wert verliert und wir auch dementsprechend genügend Prämie kriegen. Das Delta ist unter 20, Open Interest passt, der Spread passt, Laufzeit haben wir ausgesucht und zwar Laufzeit eben in Kombination mit den Faktoren, dass wir sagen, wir wollen auch genügend Prämie haben. Und wir wissen auch, wie viel Kapital wir jetzt vorhalten müssen, nämlich diese 14.500. So, und jetzt geht's dran, setzen wir diesen Trade. Diesen Trade setzen wir jetzt. Aktiv in der Trader Workstation. Aktiv. Sie können ihn direkt aus dieser Optionskette, aus dem Option-Trader direkt auch handeln. Können Sie machen. Wie geht das? Sie würden ihn hier anklicken, einmal hier anklicken, den Geldkurs. Und zwar jetzt nicht im Strategiebilder, sondern ganz normal hier die Orders. Hier einmal anklicken, Geldkurs und dann steht hier nochmal das alles aufgerufen, verkaufen, Limitkurs. Dann können Sie hier Ihren Limitkurs eingeben und Sie können dann sagen, okay, ich möchte mindestens eben hier die 87 haben oder zum Mitpreis kann ich das hier einsetzen. Und dann, ich mache es jetzt nicht, weil ich zeige Ihnen noch einen anderen Weg. Und dann können Sie hier auf Übernehmen reinsetzen, nochmal bestätigen und dann können Sie auch direkt aus der Optionskette handeln. Und dann hätten Sie diese Option, diesen Put verkauft und die Prämie eingenommen. Warum sage ich aber und warum mache ich es anders? Ich bin ein Mensch, der es gerne strukturiert hat und gerne übersichtlich. Und deswegen möchte ich gerne, dass ich direkt aus dem Reiter heraus, wo ich sage, das ist jetzt die Strategie, die ich hier handle und ich möchte alle
Positionen, die ich nach der Strategie jetzt handle, unter diesem Reiter haben. Und ich möchte es einfach diese Position unter dem Reiter Webinar direkt haben. Und deswegen handle ich sie jetzt auch direkt hier raus. Was mache ich? Ich gebe in diese leere Zeile hier das Kürzel ein. Und ich gebe noch einmal, betätige noch einmal die Return-Taste. Damit bestätige ich jetzt hier das blau hinterlegte Aktie Smart und habe jetzt erst einmal den Aktienkurs. Damit weiß ich immer, wo steht Apple, bei welchem Kurs. Dann gebe ich nochmal in die leere Zeile das Kürzel ein, Apple, Wiedereingabetaste, Menü erscheint und ich habe hier Optionen. Ich brauche jetzt die Optionskette. Und jetzt das Gleiche, was Sie in Groß hatten bei den Optionstrader, erscheint jetzt hier. Jetzt wählen wir hier die Märzlaufzeit aus. Wir hatten den 10. März und den Put 145er Strike. Und Sie sehen, hier Apple steigt und dementsprechend fällt jetzt auch schon die Prämie des Puts. Jetzt müssen wir aber zusehen, dass wir noch ordentlich Prämie kriegen. Schwankt natürlich immer stark. Ja? Jetzt haben wir eben gerade eine starke Aufwärtsbewegung. Und jetzt hier brauchen Sie einfach nur diese Zeile anklicken. Jetzt unabhängig, ob auf Bidpreis oder Askpreis. Wir brauchen jetzt einfach nur erstmal, dass diese Zeile uns hier in die Handelsmaske aufgerufen wird. Haben wir jetzt drin. Und hier, das können wir schließen. Das war jetzt noch, weil ich es gerade eben in den Optionen-Trader eingegeben hatte. Deswegen hat er es gleich aufgerufen. Wenn Sie aber rein nur die Option jetzt hier sich aufrufen, auswählen, dann sieht das so aus. Und jetzt können Sie hier zum Geldkurs anklicken und sagen Verkaufen. Klicken Sie rein, dann sehen Sie ja, wo ist jetzt der Mid-Price. Ah, Mid-Price 85 Cent. Gut. So viel möchte ich mindestens haben. Sie setzen einen Kontrakt mit der Dauer Good Till Cancelled, also bis Sie diese Order stornieren würden. Mit dem Limit von 85 Cent möchte ich jetzt mindestens haben. Und jetzt gehen wir hier auf Übermitteln, bestätigen das Ganze noch einmal. Und wenn jetzt dieser Preis hier erreicht wird, dann wird das sofort ausgeführt. Und Sie haben dann die Prämie eingenommen, die ist sofort Ihrem Depot gutgeschrieben. Während das Ganze läuft, gehe ich mal die restlichen Informationen durch von der Präsentation. Nämlich die Tipps. Tipps für mehr Rendite. In der Zwischenzeit kann jetzt diese Order ausgeführt werden. Und dann machen wir den letzten Schritt noch. Tipps für mehr Rendite. Mehr oder weniger habe ich es schon gesagt, nur hier habe ich es nochmal für Sie zusammengeschrieben. Nicht bis zum letzten Handelstag diese Short-Position halten. Oftmals die letzten Handelstage passiert nicht mehr sehr viel, da ist nicht mehr sehr viel wert. Und bevor ich jetzt warte, sehen Sie, Order abgeschlossen, sold. Hier, ich habe 85 Cent pro Option, pro Kontrakt, damit 85 Dollar jetzt eingenommen. Also, das läuft. Jetzt schauen wir, wie wir noch mehr aus dem Ganzen rausholen. Also, in den letzten Handelstagen, ob das jetzt noch runtertickert von 10 Cent auf 8 Cent, auf 9 Cent, auf 7 Cent und Sie haben die Position vielleicht noch eine Woche oder was, wo ich dann sage, na also die paar Cent machen es jetzt auch nochmal fett. Ich kaufe diese Option jetzt zurück, nehme 90% Gewinn, 10% kaufe ich sie zurück, erstelle nämlich eine automatische Rückkauforder, das machen wir gleich. Und wie ich schon gesagt habe, oftmals in der Hälfte der Restlaufzeit wird die Rückkauforder schon ausgeführt. Ja, Sie brauchen jetzt in dem Fall gar nicht die 22 Tage komplett abwarten, wenn der Kurs weiter steigt oder seitwärts geht. Die Option verliert jetzt so viel Wert, ja, gerade mal noch 3 Handelswochen. Die verliert so schnell an Wert und dann kaufen Sie die eben zurück und zwar jetzt von 85 Dollar oder sagen wir 85 Cent haben wir eingenommen, dann würden wir sie 10% zu 8 oder zu 9 Cent würden wir sie zurückkaufen. Und dann sage ich oftmals auch schon, ach Gott, man kann sie auch mal einfach für 10 Cent, 12 Cent auch zurückkaufen. Die paar Cent machen es nicht mehr aus, weil den großen Batzen habe ich ja dann schon mitgenommen. Und damit haben Sie nochmal eine viel bessere Rendite. Hochpreisige, volatile Aktien mit Weeklies zu handeln, wie eine Netflix, wie eine Nvidia, Apple. Jetzt Netflix, Nvidia sind natürlich extreme Beispiele, da brauchen Sie dementsprechend das Depot. Aber eine Apple oder dann eben, was haben wir denn noch, eine Amazon, eine Tesla, die sind jetzt in solchen Bereichen, wo man schön genügend Prämie kriegt mit einem überschaubaren Depot, Kapitaleinsatz.
dann können Sie nämlich, sagen wir mal, montags setzen Sie den Trade und Sie nutzen die Laufzeiten der Weeklies. Der verfällt dann schon am Freitag. Und wenn es unter diesen Parametern, die ich Ihnen jetzt genannt habe, wenn Sie das alles haben und Sie sagen, okay, für die Restlaufzeit 7 Tage oder 5 Tage kriege ich jetzt genügend Prämie, es passt für mich alles, der Strike-Preis passt, dann kann man das wunderbar handeln und dann können Sie Woche für Woche für Woche das machen. Und das geht mit Apple wunderbar unter Nvidia, je nachdem, wie groß Ihr Depot eben ist. Liquidität wird dann frei für den nächsten Trade und das Kapital arbeitet eben härter und schneller für Sie. Und damit sage ich dann eben auch, nutze deine Margin-Weise. Das ist natürlich immer der Top, wo ich sage, also hier Risiko, Money Management muss ganz wichtig sein. Ja? Aber durch diesen automatischen Rückkauf macht es schon mal ganz viel aus. Und diesen Rückkauf, den setzen wir jetzt auch. Ich gehe wieder hier rein in die Trader Workstation. So. Hier ist die Position minus 1, das heißt, ich habe jetzt diesen Put verkauft. Und wenn ich jetzt diesen automatischen Rückkauforder zu 10% der Prämieneinnahme setzen will, ist es ganz einfach, hier auf diese Zeile einmal dran klicken mit der rechten Maustaste. Dann gehen Sie einfach auf Schließen und dadurch eröffnet er Ihnen hier automatisch das Gegengeschäft. Hier ist es jetzt eben Kaufen, Good to Cancel, die gleiche Menge. Ja, minus 1, jetzt hier plus 1, mit einem Limit und wir wollen hier nur noch zurückkaufen zu 0,08 Cent. Dran denken, Dezimalstelle ist ein Punkt. So, hier jetzt noch auf Übermitteln, bestätigen und damit ist diese Order jetzt drin. Und jetzt kann der Kurs alles Mögliche machen. Sie brauchen nicht mehr reinschauen. Solange der Kurs seitwärts geht, steigt, der darf auch ein bisschen zurückkommen und der Put verliert Tag für Tag, Stunde für Stunde verliert der an Wert. Und wenn der nur noch 8 Cent hat, dann wird hier automatisch diese Rückkauforder ausgeführt und Sie haben damit dann eben diesen Trade geschlossen. Das ist die ganze Kunst bei dem Ganzen. Das ist die ganze Kunst. Jetzt geht es natürlich darum, ja klar, was ist, wenn jetzt der Kurs zu nah an den Strike-Preis kommt? Was kann ich machen? Wie kann ich rollen? Das sind all diese Themen, die ich in meinen Webinaren mit aufgeführt habe. Und zwar jetzt, das war die falsche Präsentation. Wir brauchen hier diese. Nämlich hier Grundlagen, Infos zum Wheel. Ich habe die Wheel-Strategie vorgestellt in dem Webinar am 15. April 2041. Dann, wie rette ich Trades bei dem Wheel, wenn es doch mal gegen mich läuft? Da sprechen wir das Thema Rollen an. Ja, also das ist hier das Webinar vom 17.06.21. Und dann habe ich nochmal diese typischen Bread-and-Butter-Trades mit so Basiswerten wie den Silber-ETF und Apple, wo man immer traden kann, außer Apple ist jetzt natürlich auch mal stark in der Abwärtsphase oder Silber kommt sehr stark zurück, dann ist es schlecht, wenn man jetzt erstmal den Put verkauft. Aber das sind Basiswerte, mit denen man das wunderbar handeln kann, ja, sich eine schöne Rendite nebenbei aufbauen kann. Das ist das Webinar vom 16. Juni 2022. Wo finden Sie das? Sie finden es im Webinararchiv bei Lynx Broker. Da sind Sie drin. Oder Sie geben es bei YouTube ein unter dem Stichwort Claudia Jankewitz Stillhaltergeschäfte. Dann finden Sie da diese Webinare auch. Deswegen für denjenigen, der jetzt sagt, das habe ich jetzt alles irgendwie gar nicht verstanden, das sind die Grundlagen. Und dann komprimiert heute die 8 Faktoren, die entscheidend sind, plus hier den Tipp für mehr Rendite. Dann können Sie eigentlich nur Erfolg haben mit den Stillhaltergeschäften. Ja? Jetzt habe ich hier nochmal etwas, das ist die Folie aus dem Webinar vom 16. Juni 2022, nämlich wo ich diese Bread-and-Butter-Trades vorstelle mit dem Basiswert Silber zum Beispiel. Und hier habe ich noch, wenn Sie sich da vielleicht einen Screenshot machen möchten oder wenn Sie sich dann das Webinar wieder neu anschauen, dass hier diese Berechnung der Jahresrendite. Da können Sie sich eine schöne Excel-Tabelle machen. Das ist das, was ich hier hinten nämlich habe. Ja, dann können Sie sich ausrechnen, welche Prämie bekomme ich denn, wenn ich, wie viel Prämie bekomme ich pro
Tag, wenn ich für den Restlaufzeit jetzt hier zu 90% den Gewinn mitnehme, wie viel Prämie ist das pro Tag? Sie können es aufs Jahr rechnen und dann können Sie da natürlich auch sagen, wie viel Rendite ist es im Jahr. Und nur mit diesen einfachen Silber-ETFs, die sehr günstig sind, können Sie hier sich nebenbei eine Rendite von 7 bis locker 20% erwirtschaften. Silber, die Prämien sind nicht groß, deswegen müssen Sie längere Laufzeit nehmen und näher am Strike-Preis dran sein. Aber das ist eben dann der Punkt, wo ich sage, ich habe nichts dagegen in der aktuellen Zeit, Silber-ETF bei mir im Depot zu haben. Und selbst wenn ich es eingebucht bekomme, dann verkaufe ich eben die Calls. Das ist ja dann der zweite Part des Wheels. Und wenn ich das Ganze schon immer vorher, vor dem wirklich letzten Handelstag zurückkaufe, ich mache das jetzt wieder mit meinen Calls, die ich jetzt habe, die sind mir jetzt alle wunderbar im Plus, dann nehme ich jetzt die Gewinne mit und ich habe noch locker eine Restlaufzeit von 1 oder 2 Monaten. Das heißt, unterm Strich, diese Rendite, die Sie ursprünglich gerechnet haben, mit der ursprünglichen Restlaufzeit, ist hier natürlich viel größer, nämlich mindestens das Doppelte oder das Dreifache, je nachdem, wie schnell Sie schon vorher den Trade nämlich schließen und die Gewinne mitnehmen. Und die Formeln habe ich Ihnen eben hier mit reingebracht. Wer jetzt das sagt, verstehe ich jetzt auch nicht, wie gesagt, bitte die Webinare sich ansehen, da ist alles mit drin, dann haben Sie die Grundlagen, das, was Sie brauchen, um erfolgreich diese Strategien zu handeln. Ich habe jetzt hier leider noch nicht das neue Datum drin von dem Webinar. Jetzt muss man ein bisschen auf die Uhrzeit gucken. Ich kann Ihnen noch Beispiele aus dem aktuellen, was wir so gehandelt hatten, in diesen Workshops. Da sage ich gleich noch was dazu und auch noch schnell einen Blick auf Ihre Fragen. Natürlich, das haben wir auch noch gar nicht, aber ich muss ein bisschen auf die Uhrzeit gucken. Also ein Beispiel, was wir hatten in den Trading Workshops und da komme ich gleich noch dazu. Wir hatten Applied Materials, haben wir einen Short Put aufgesetzt und ich nehme das jetzt aus dem Logbuch heraus, was ich eben habe. Und zwar haben wir einen Short Put gesetzt auf Applied Materials. Das ist eine solide Aktie, die im Chip-Bereich zuständig ist. Wir haben einen Put gesetzt am 11. Januar. Hier sind wir. Hier, 11. Januar, haben wir einen Put gesetzt. Mit dem Strike-Preis 92,50. Also ihr seht hier, der Kurs, der war hier bei 110. Und wir haben den Strike-Preis gesetzt hier bei 92,50. Hoppala, das ist jetzt ein bisschen verschoben. Aber hier bei 92,50, also hier dieses markante Tief. So, dieses markante Tief haben wir hergenommen und haben gesagt, hier, das war so ein markantes Tief. Gehen wir mal drauf, wann haben wir gesetzt? 11. Januar, das hier, da waren wir, haben wir gesetzt, wo wir sagen, so, wir haben so einen großen Kurspuffer. Es ist ein solider Wert, der jetzt seinen Aufwärtstrend fortführt. Es kam auch noch dazu, dass die Saisonalität auch stark ist. Also es waren all diese Punkte, die gepasst haben. Der Kurs war über der 50er-Tages-GD, hier die blaue Linie, über dem gleitenden Durchschnitt von 200 Tagen. Also es war ein schönes Setup. Wir haben eine Laufzeit gewählt vom 17. Februar. Strike-Preis 92,5. Wir haben als Prämie eingenommen 1,22 Dollar. Also wir haben 122 Dollar eingenommen und wir haben den Wert zurückgekauft für 19 Cent. Also wir haben es jetzt nicht für 12 Cent, was 10% wären, sondern für 19 Cent haben wir zurückgekauft, weil wir gesagt haben, ach, jetzt die paar Cent machen es nochmal fett, ja. Da nutzen wir lieber jetzt die Liquidität für den nächsten Trade. Und ich habe jetzt leider es nicht ganz parat. Wann haben wir den geschlossen hier? Was habe ich Ihnen hier? Wir haben ihn hier geschlossen am 1. Februar. 1. Februar haben wir den Trade geschlossen und zwar war das dann hier. Ja, 1. Februar. Das hier ist der 1. Februar. Hier hat er nochmal so einen schönen Schwung nach oben gemacht und damit war dann eben der Put gerade nur noch mal die 19 Cent wert. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt nehmen wir den Gewinn mit und setzen den nächsten Trade. So funktioniert das. So geht es wunderbar. Ja, so haben wir das sehr schön umsetzen können. Und jetzt
möchte ich gerne noch einen Blick dann eben werfen auf Ihre Fragen. Bevor ich jetzt aber wechsle, weil ich heute nur so mit einem Bildschirm eben arbeite, für diejenigen, die jetzt interessiert sind, für Workshops, auch was Stillhaltergeschäfte angeht, geht einfach auf die Webseite claudia-jankewitz.de. Geht da einfach drauf, da seht ihr gleich vorne dran Workshops, dann könnt ihr die dementsprechend buchen. Ich habe das im Abo-Modell, 1 Monat, 3 Monate könnt ihr wunderbar machen. Ja, es macht Sinn, Stillhaltergeschäfte zu machen, wenn ich ein Depot habe, was mindestens 10.000, 20.000 oder größer ist, dann könnt ihr wunderbar das machen. Ja, darunter macht es keinen Sinn. Dann kriegt ihr nicht genug Prämie zusammen und alles. Dann müsst ihr einfach das Risiko sonst zu stark hochfahren. Ich habe noch den anderen Dienst, das ist ja der Money-Kalender. Ihr wisst, Saisonalitäten, lange Historie. Hier arbeiten wir auch mit Optionen, Long-Optionen. Hier haben wir eben das Timing rein auf der Statistik hier, arbeiten mit statistischer Wahrscheinlichkeit. Und wir können das Ganze auch mit Aktien handeln. Da könnt ihr schon mit Depots von 10.000 oder 15.000 arbeiten. Das geht hier wunderbar. Ja? Also schreibt mich gerne an unter claudia@claudia-jankewitz.de oder geht auf die Webseite, entweder direkt moneykalender.de für den saisonalen Dienst, wo wir Long handeln, Stillhalter, Geschäfte, Workshop, claudia-jankewitz.de. Minus-jankewitz.de geht da drauf. Und wer möchte, hier auch gerne auf den Telegram-Kanal, hier unter CJ Markets offiziell. Da gebe ich auch Chart-Analysen bekannt. Und dann wisst ihr auch, wann das nächste Webinar ist, weil ich leider es hier jetzt nicht aktuell habe. Aber es wird im März ist das nächste Webinar, nämlich und am 16. März. Es ist nicht der 16. Februar, es ist der 16. März und es wird wieder das Thema um den Optionenhandel sein, aber ich gebe euch das noch wirklich bekannt. Wie gesagt, bitte seht es mir nach. Ich habe das jetzt eben hier in meinem Urlaub, jetzt dieses Webinar jetzt hier aufgesetzt und wollte es wirklich mit euch durchgehen. Ich wollte das jetzt nicht verpassen und jetzt stoppe ich dieses Teilen. Jetzt gebe ich auch wieder mein Video ein. So, jetzt bin ich wieder da und ich gucke natürlich gerne eure Fragen mir noch an. Okay, gut. Dann sehe ich hier Fragen. Andreas fragt, kann man die STX-Aktie mit Optionen traden? So, wie stellt man das fest? Optionskette aufmachen. STX eingeben. Seagate. Wenn jetzt hier etwas kommt, und hier kommt etwas, dann kann man die mit Optionen handeln. Jawohl. Open Interest für die Weeklies, sie hat Weeklies, Open Interest ist ein bisschen mager. Ja, dementsprechend seht ihr, ist der Spread hier auch ein bisschen größer. Wenn wir mehr Liquidität brauchen, ein bisschen mehr handeln, dann geht ihr auf die Standardoptionen, die sind am liquidesten. Und dann seht ihr auch schon, ist das Open Interest auch besser. Ja, das geht hier, die Vola über 30, ja, kann man handeln. So, welche Fragen haben wir denn da noch? Warte mal, was war da jetzt noch? Als Stillhalter Bull-Put-Spreads. Also als Stillhalter eben einen Short-Put. Ja, als einen Short-Put. Gut. Jetzt muss ich mal zurück. So, was haben wir hier noch? Oh Gott, ich habe viele Fragen. Okay, muss mal gucken. Wie kann man einen Crash mit Indikatoren vorher anschauen? Also einen Crash vorher anschauen. Ja, passt jetzt eigentlich überhaupt nicht zum Thema. Ich sage es aber trotzdem kurz. Leute, schaut auf die Stochastik und den RSI. Wenn der RSI auf Wochenbasis oder auf Monatsbasis sogar eben oben ist, im überhitzten Bereich, über 70, über 80 ist, wenn der Kurs noch weiter steigt von dem Index vom S&P 500, aber die Stochastik schon seitwärts geht, dann ist ziemlich ausgereizt. Oder ihr geht über die Put-Call-Ratio. Wenn die Put-Call-Ratio über 1,4 ist, also wenn wir viel mehr Puts im Markt haben als, nee, andersrum, die muss ja niedriger sein, die muss ganz, ganz niedrig sein. Die muss 0,4, so ganz niedrige Put-Call-Ratio sein. Das heißt, die Leute sind so stark in den Calls investiert und ihr wisst, die Hosse stirbt mit der Gier. Ja, die stirbt in der Euphorie und dann haben wir ein Hoch erreicht.
So, dann STX, bin jetzt mal raus, kann ich die Seite Faktor 1 mit dem Faktor 1 sehen. Soll ich es nochmal schnell zeigen? Die Seite mit dem Faktor 1 kann ich gerne nochmal drauf. Lalalam. Gehen wir hier nochmal schnell zurück. Faktor 1, das hier. So, schnell Screenshot machen. Ach nee, ich muss ja Bildschirm teilen. Ah, Moment, machen wir alles. Ich mache ja alles, ne? So, also halt, nochmal Bildschirm teilen. Machen wir auch am besten hier teilen. Mag er jetzt nicht. Kleinen Moment, machen wir anders. Erstmal Video weg, das ist am besten. So, Bildschirm teilen. Und zwar gesamter Bildschirm. So, so. Und jetzt die Präsentation. Jetzt haben wir es hier. Faktor 1, Analyse des Basiswertes. Also, Screenshot machen, fertig. Aktie, soliden Aufwärtstrend, Strategie am besten bei leicht steigenden oder seitwärts laufenden Märkten. Aktie, die ich auch im Depot haben möchte, nicht während Quartalstermin, keine Hype-Aktien oder Meme-Stocks und genügend Potenzial nach oben, nicht gleich, dass die am Widerstand klebt. So. An. Was haben wir noch? Ich fange jetzt an, Stillhalter bei Optionen zu lernen. Ich verstehe noch nicht, was heißt Delta. Ich habe es erklärt, was das Delta heißt. Das ist das eine. Delta bedeutet eben, ja, Delta 20 heißt, dass diese Option zu der 20-prozentiger Wahrscheinlichkeit ins Geld laufen könnte. Und je nach Strategie, bei Stillhaltergeschäften ist es gut. Je geringer das Delta, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Position wertlos verfällt. Das andere ist noch, was heißt ein Delta? Ein Delta von 20 heißt, wenn sich der Basiswert um einen Dollar bewegt, dann bewegt sich die Option um 20 Cent. So, gut. Was haben wir noch? Was ist DTE? Ja, in der Tabelle war DTE, das heißt Days Till Expiry, ist einfach die Restlaufzeit. Mhm. Gut, jetzt haben wir noch hier, stehen nicht einige Fundamentaldaten gegen einen steigenden Kurs der Aktie, Fear and Greed 75, 10, ja, klar, natürlich hat man das Ganze, aber wenn ich in einem überschaubaren Zeitraum investiert bin, interessieren mich Fundamentaldaten jetzt nicht so sehr, auch klar, wenn ich sage, würde ich die Aktie im Depot haben, muss ich natürlich meine eigenen Überlegungen machen, wenn jetzt einer sagt, nee, gefällt mir nicht, dann nehmt ihr einen anderen Wert. So, alles verstanden, sehr gut erklärt, ganz tolles Webinar, wunderbar, das gefällt mir. Apple widerspricht es nicht dem Faktor 1, nicht an Widerstand handeln. Ich sehe einen Widerstand bei, ja, aber ich habe so viel Puffer nach unten, noch an Kursfaktor. Und wir haben eben erstmal die einige Widerstände überschritten, ne? Was ist das eine? Wenn jetzt einer sagt, nee, mir ist das zu nah dran mit diesem Widerstand bei jetzt bei 57 oder 58, muss es ja nicht handeln. So. Hallo, kannst du auch zeigen, wie man eine Absicherung bei 200% eingibt, falls ein herber Rückschlag kommt? Ich weiß nicht, was ihr meint mit Absicherung bei 200%, was ihr da jetzt meint. Du meinst, wenn dieser Put dir ins Geld läuft und du bei 200% Verlust bist. Ist das korrekt? Die Frage stellt der Willi. Ich muss jetzt auch gleich Schluss machen. Ich muss zum nächsten Termin. Ansonsten gerne mich anschreiben at cj@claudia-jankewitz.de. Ja? Gut. Dann haben wir hier noch die Frage, guten Abend, klappt die Wheel-Strategie auch im Bärenmarkt oder sollte man hier eine andere Strategie wählen? Bärenmarkt, dann würde ich halt nicht auf solche Basiswerte setzen, wenn die stark fallen. Nein, sondern ich suche mir dann Aktien, die eben dann auch in einem Bärenmarkt noch stark sind. Und wir haben jetzt diesen Workshop aufgesetzt, wo wir uns mittwochs immer treffen um 19.30 Uhr für anderthalb Stunden. Dann suchen wir eben speziell Aktien raus, die jetzt für die nächsten 65 Tage stabil sind, die saisonal stark sind, die einen schönen Aufwärtstrend haben, die ein schönes 1A-Setup haben. Das gehen wir alles durch. Und dann kann man Wheel-Strategie auch wunderbar handeln. Muss man natürlich ein bisschen mehr Arbeit machen. Es ist einfacher bei steigenden Märkten, bei Bullenmärkten. So, ist GTC soweit richtig beim Rückkauf? Ja, natürlich, gerade beim Rückkauf ist es wichtig, weil ja erst dann, wenn dieser Wert erreicht wird, soll diese Order ja ausgeführt werden. Hättest du eine Day
Order, dann wird die nur für diesen Tag gelten. Und du willst ja, dass die erst dann ausgeführt wird, wenn irgendwann in der Zukunft der Wert dieses Rückkaufswerts erreicht ist. Deswegen GTC. Ja, so. Apple würde eher ein 17. März Call zu 125 mit Limit, was weiß ich. Ja klar, ihr könnt so viele machen, Divergenz, RSI. Ihr macht eure eigenen Analysen. Es gibt immer hier, ihr, irgendetwas. Ihr müsst euch einfach mal entscheiden. Ich habe euch vorgeschlagen und vorgestellt, worauf ich schaue, welche wir jetzt aktuell handeln, wie man das Ganze macht. Ihr könnt natürlich sagen, okay, nehmt noch einen niedrigeren Strike-Preis, nehmt einen 125er, nehmt einen 17. März, eine längere Laufzeit, ja, und macht das dementsprechend. Könnt ihr alles machen. Könnt ihr alles machen. So, wenn ich lange Laufzeit wähle, dann komme ich immer irgendwann in die Earnings. Was dann? Lange Laufzeit ist dann die Frage, wann ist das Earnings? Wenn dementsprechend der Kurs in deine Richtung lief, dann hat der Put ja schon an Wert verloren. Dann kannst du ja sagen, gut, selbst wenn ich noch nicht mein Kursziel, mein Gewinnziel von 80-90% erreicht habe, dann nimmst du eben dann den Gewinn mit. Oder du schließt eben einfach die Position. Schließ die Position, wenn du sagst, mir ist das zu heikel über Earnings, dann eine Position schließen. Es gibt nur entweder oder. Wenn du sagst, nicht über Earnings halten, entweder du hältst es, du gehst das Risiko ein, das kann ja auch wunderbar nach oben gehen, es kann aber auch abfallen. Wenn du sagst, nee, das Risiko ist mir zu groß, dann Position schließen. Und wir haben jetzt im Januar, natürlich sind wir immer hier, das war wie Tretminen, ja, wie Tretminen sind wir immer rum, wir haben schöne Titel gefunden, wunderbares Setup, Earnings, Scheibenkleister, in 1-2 Tagen, nächste Woche gleich, passt nicht ganz. Nein, dann traden wir es nicht, wir haben es nicht getradet, okay? So, wo finde ich die Ordermaske? Ich habe es euch gezeigt, wie es reingeht, nochmal Video anschauen oder eben angucken die anderen Videos, okay? So, jetzt eher einen Put im Wert voll, wie viel Prozent sollte Margin vorgehalten werden? Ich sage immer, die komplette Aktienwert, den ihr kaufen müsstet. Wie jetzt bei Apple, wenn wir beim Strike-Preis 14,145 sind, haltet 14.500 in eurem Depot als Liquidität. Eure Barwert, den ihr habt, wenn ihr einen Barwert habt von 20.000, dann habt ihr Kaufkraft sehr wahrscheinlich 40.000, dann könnt ihr das nutzen. Dann nehmt aber auch wirklich nur Kaufkraft 40.000 und nicht 60, 70, 80.000. Okay? So. Excel-Tabelle habe ich gezeigt in dem Webinar Bread and Butter. Da bitte nachgucken. So. So stimmt das nicht. Ich habe ein Cash-Konto bei IB und ich handle über Cash. Okay, aber normalerweise, man kann keine Puts, keine Optionen verkaufen, wenn man einen Cash-Account hat. Wenn es geht, okay, dann geht das vielleicht in einem gewissen Maße, weil so viel Geld drauf ist oder was auch immer. So. Was sagt das IV? Leute, bitte, ich muss Schluss machen. Ja, das Webinar ist für eine Stunde angesetzt. Ich bin jetzt bei einer Stunde 20. Ich habe den nächsten Termin. Es ist kein Anfängerwebinar gewesen. Das ist mir klar. Leute, wenn ihr Fragen habt, stellt mir gerne die Fragen. Schreibt mir cj@claudia-jankewitz.de. Ich beantworte sie euch gerne. Wie gesagt, ich bin im Urlaub, ich bin auf Reisen. Kann ein paar Tage dauern. Oder schaltet euch einfach rein, bucht einfach mal ein Monatsabo bei diesen Workshops. Da könnt ihr Fragen stellen, was ihr wollt. Ja, da gehen wir rein in die Praxis. Heute war einfach komprimiert Zusammenfassung. Mehr kann ich jetzt heute einfach nicht machen in diesem kostenlosen Webinar. Seht es mir bitte nach. Guckt euch diese anderen drei Webinare an, die sind auch kostenlos. Ja, steht euch alles zur Verfügung oder ihr schreibt euch an. Das ist das, was ich euch jetzt gerne anbieten möchte. So, ich denke mal, vielleicht haben sich auch viele Fragen im Laufe des Webinars auch erledigt, weil ich sehe, das waren die Fragen, die reingekommen sind vor 7, um 7 Uhr und dann haben wir ja jetzt schon sehr viel bearbeitet. Okay, also dann haben wir hier schönen Urlaub noch, vielen Dank. Ach, wie schön, Optionskönigin, das habe ich auch noch nicht gehört. Alles klar, sehr schön, Enrico, vielen Dank, schöne Tage dann. Ich bin nicht in Prag, ich bin in Paraguay, also ich bin ein bisschen weiter weg. Okay, also, ihr Lieben, ich mache jetzt Schluss. Wir treffen uns 16. März wieder für ein Webinar hier bei Lynx. Wer mag die Stillhaltergeschäfte-Workshop
guckt danach, wer sagt, ich möchte gar nicht alles diese Analyse und alles, ich will einfach nur was nachhandeln, dann schaut euch bitte Börsendienst an, moneykalender.de. Ja, wir haben neues Allzeithoch im Aktiendepot, wir haben schöne Gewinne mitgenommen bei den Optionen, aber da handeln wir Long-Optionen. Das ist eben eine andere Strategie, okay? Also, ihr könnt mich gerne anschreiben und ich antworte euch dann auch. Also, ihr Lieben, macht es gut, eine schöne Zeit, bis demnächst wieder. Ciao.